Gegenleistung für seine Kooperation mit den Italienern und den Amerikanern verlangte er nur Schutz für seine Familie. Er wollte keine milde Strafe, keine besondere Behandlung. Er wollte nur seine Familie in Sicherheit wissen. In Rom beginnt Buscetta zu reden. Er enthüllt die mörderischen Geheimnisse der Mafia. Buscetta ist der höchstrangige Boss, der je gegen den geheiligten Glaubenssatz der Mafia verstoßen hat, das Gesetz des Schweigens. Er verrät dem Richter Falcone, der schon seit Jahren gegen das organisierte Verbrechen kämpft, viele Details aus der Unterwelt der Mafia. Von Juli bis September 1984 redet Buscetta in einem fort. Signor Buscetta. Das Verhör wurde Wort für Wort protokolliert. Ein Auszug. Alle Mafia-Familien in Palermo sind am Drogenhandel beteiligt. Je näher man dem Boss steht, desto höher ist der Anteil, den man behalten darf. What he was really able to do was. Buscetta konnte genau beschreiben, wie die Mafia arbeitet, sowohl in den USA als auch in Sizilien, wie beide kooperieren und wie durch die Regeln der Mafia eine weltumspannende Organisation funktionierte. Nach Buscettas Aussage ist strikte militärische Disziplin der Schlüssel zum Erfolg der Mafia. Alla testa di ogni famiglia. An der Spitze jeder Familie steht der Boss, gewählt von den Mitgliedern der ehrenwerten Gesellschaft. Irgendjemand konnte von Sizilien aus in Oregon anrufen, eine halbe Minute sprechen und damit einen Vertrag schließen, der bindend war. Die niederen Soldaten sind in Gruppen zu 10 Mann organisiert, mit einem Hauptmann an der Spitze. Sotto la guida di un capitano. Er erklärte uns, wie die verschiedensten Leute in der ganzen Welt für den Rauschgifthandel verantwortlich waren und wie sie für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Jahrelang hatte der sizilianische Untersuchungsrichter Giovanni Falcone darauf hingearbeitet, die Mafia-Bosse vor Gericht zu stellen. Die Aussage des Überläufers Tommaso Buscetta gibt ihm endlich die Gelegenheit dazu. Falcone stellt für fast 400 Mafiosi Haftbefehle aus. Für Bosse ebenso wie für Fußsoldaten. Doch Toto Riina, der Chef der sizilianischen Mafia, ist nicht dabei. Nun muss man einen Raum finden, in dem ein so großer Prozess stattfinden kann. In der Hauptstadt Siziliens ist kein Gebäude groß und sicher genug. Das Justizministerium lässt im Innern des Zentralgefängnisses von Palermo eigens einen riesigen Betonbunker bauen. Falcones Mitstreiterin aus dem Justizministerium in Rom, Liliana Ferraro, ist dafür zuständig. Wenn die Mafia es erführe, so fürchtet sie, würde sie ermordet werden. Auf ihren Reisen zwischen Rom und Sizilien nimmt sie aus Sicherheitsgründen einiges auf sich. Meine Flüge buchte ich immer unter falschem Namen. Und dann rief ich den Vermessungsingenieur der Baufirma an, die den Bunker baute. Er holte mich mit seinem LKW am Flughafen ab. Einmal musste ich in Palermo auf eine Beerdigung. Da war noch der Baudreck vom Laster auf meinem schwarzen Kleid. Sporca di calce. Bis zum Prozessbeginn wird Buscetta in den USA an einem sicheren Ort festgehalten, von FBI und DEA Tag und Nacht bewacht. Eines Tages bekommt er Besuch von seinem Schwager. Ein Wächter erinnert sich an den Zweck des Besuches. Buscetta was offered. Er bot Buscetta einen großen Geldbetrag an, wenn er nicht aussagte. Doch der lehnte ab. Der Besucher fuhr zurück und berichtete seinen Auftraggebern von der Ablehnung. Sie brachten ihn einfach um. Sie töteten den Überbringer der schlechten Nachricht.
Inzwischen ist in Palermo der Bunker für den Prozess fertiggestellt. Die Wände sind aus Stahlbetonplatten, stark genug, um einem Raketenangriff standzuhalten. Für die Angeklagten stehen im Gerichtssaal 30 Zellen bereit. Der spektakulärste Prozess in der Geschichte der Mafia, der Maxi-Prozess, kann beginnen. Falcone vertritt die Anklage. Und der wichtigste Zeuge ist Tommaso Buscetta. Als klar war, dass Buscetta aussagt, bekamen wir eine Warnung vor Luftangriffen. Also wurde der Luftraum über dem Bunker 24 Stunden am Tag kontrolliert. Der Prozess beginnt im Februar 1986. 3000 bewaffnete Soldaten bewachen den Bunker. Dazu ein Panzer der Armee. Fast 500 Angeklagte, rund 10% der sizilianischen Mafia, sind angeklagt. Wegen Mordes, Drogenhandels und anderer schwerer Verbrechen. Und immer wieder stören die Angeklagten die Verhandlung. Doch als Buscetta auftritt, herrscht Grabesstille. Eine Woche lang steht er im Zeugenstand hinter Panzerglas. Und wiederholt, was er Giovanni Falcone schon berichtet hat. Er war überzeugt, dass ihn die Sizilianer irgendwann umbringen. Er tat, was er tun musste und machte eine klare Aussage. Als wir auf dem Rückweg in die USA waren, auf dem Oberdeck des Jumbojets, sagte er zu mir, Tony, ich hätte nicht gedacht, dass ich je wieder zurückkomme. Am 16. Dezember 1987 spricht der Richter sein Urteil. 344 Mafiosi hören ihre Schuldsprüche. Insgesamt werden fast 3000 Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Die Verhandlungen dauern insgesamt 22 Monate. Der Maxi-Prozess ist die Krönung der Arbeit des Untersuchungsrichters Giovanni Falcone. Italienische und amerikanische Ermittler haben gegen die Mafia einen erstaunlichen Erfolg errungen. Der Damm ist gebrochen. Für ein Mafia-Mitglied ist es jetzt nicht mehr undenkbar, die Organisation zu verraten. Die Omerta. Das Gesetz des Schweigens, jahrzehntelang Garant der Mafia-Disziplin, ist ausgehebelt. Die reihenweise Verurteilung von Mafia-Bossen stürzt die Gangster in Italien und in Amerika in eine schwere Krise. Hunderte von Mafiosi sind jetzt bereit, ihre Komplizen zu verraten. Seine früheren Erpressungen werden Dominic Montilio zum Verhängnis. Man verhaftet ihn in einem Restaurant in New York mit vorgehaltener Waffe. Die Polizei hatte ihn jahrelang gejagt. Er kommt in New York in Untersuchungshaft. Seine Bosse fürchten, dass er gegen sie aussagt. Das weiß er. Montilio hat Angst um sein Leben. Ich dachte mir, ich werde hier nicht umsonst sterben und eine Frau und drei Kinder zurücklassen, die sich dann allein durchschlagen müssen. Wenn die Bosse schon solche Angst haben, dass ich rede,
dann will ich nicht umsonst sterben. Es ist komisch, aber sie drängen einen direkt in diese Richtung. Man weiß nur eins, wenn man verhaftet wird, wollen sie einen abknallen. Montilio ist von klein auf mit dem Schweigegebot der Mafia aufgewachsen. Jetzt entschließt er sich, mit den Behörden zu kooperieren. Vor Gericht aussagen, da wäre ich lieber noch mal im Vietnamkrieg. Das ist schwer zu erklären. Du stehst da oben und die Leute im Saal sind nur 5 Meter entfernt und starren dich an. Es ist echt hart, damit leben zu müssen. Die Mafia brachte meine 90-jährige Großmutter an Krücken herein. Cousins, Onkel, Tanten, sie holen alle, um dich zu verunsichern. Und jeder Tag ist so schwer wie der erste. Es wird kein bisschen leichter. In New York nimmt auch der Druck auf andere Gangster zu. Henry Hill ist in großen Schwierigkeiten. Das FBI will ihn zu einem Raub von $6 Millionen bei der Lufthansa verhören. Das Justizministerium will den Mord an einem italienischen Finanzier aufklären. Der Bezirksstaatsanwalt von Brooklyn braucht Informationen über eine unidentifizierte Leiche. Und obendrein muss er wegen Drogenhandels mit einer lebenslänglichen Strafe rechnen. Auch er entschließt sich auszupacken. The government arrested me as a material witness and I started to cooperate. Ich wurde als Hauptzeuge vorgeladen und ich habe ausgesagt. Ich stand vor der Wahl, lebenslänglich oder eine Kugel in den Kopf. Ich wusste, ich bin ein toter Mann. Die Sizilianer versuchen, ihn in Brooklyn in eine Pizzeria zu locken, um ihn zu ermorden. Mich schaudert immer noch, wenn ich hier stehe. Hier hätte es mit mir zu Ende sein können. Ich bin schon lange nicht mehr so nervös gewesen. Im Ernst, ich weiß ja nicht, wie viele von den Cousins dieser Typen hier noch leben. Das ist ein Netzwerk von Banden, das hier schon seit 50 Jahren besteht. Manches hat sich verändert, aber irgendwo guckt immer noch jemand aus dem Fenster. Du weißt genau, du hast deine Leute verraten und irgendwie auch dich selbst. Nach Jahren kommst du damit schon klar, aber trotzdem macht es dich unruhig. Montilio und Hill leben seitdem unter Zeugenschutz an geheimen Orten. Hunderte Kilometer entfernt von den Städten ihrer Kindheit. Immer in der Angst, dass ihre alten Mafia-Genossen sie finden. Der Krieg gegen die Mafia ist noch lange nicht vorbei. Weder in Europa noch in Amerika. Der Mafia-Überläufer Tommaso Buscetta hatte bei seinen Verhören durch Falcone eine Warnung für den sizilianischen Beamten. Die Mafia würde vor nichts Halt machen, um ihn zu ermorden. Vergessen Sie das nie. Wer eine Rechnung mit der Mafia offen hat, kann sie nur durch seinen Tod begleichen. Hunderte von Mafiosi kamen durch den Maxi-Prozess ins Gefängnis. Doch der Boss der Bosse, Tortorina, war noch auf freiem Fuß. Noch immer steuerte er sein riesiges Reich des Verbrechens. Und noch immer ermordete er seine Rivalen. Doch in den USA waren, durch die größte Kraftanstrengung des FBI, die Pizza Connection und Teile des Heroinhandels zerschlagen worden. 21 Drogenbosse saßen im Gefängnis, mit Strafen bis zu 45 Jahren. Und nie wieder sollte diese